Ich wurde 1935 in Düsseldorf geboren. Es gibt außer mir nur wenige Künstler, die in Düsseldorf leben und dort auch tatsächlich geboren sind. Ich bin der Sohn zweier Kunsthistoriker, komme also aus einem bildungsbürgerlichen Hintergrund und habe sehr früh die Kunstakademie besucht, gleich nach meinem Abitur. Dieselbe Kunstakademie, an der auch meine beiden Eltern zu verschiedenen Zeiten als Professoren für Kunstgeschichte gelehrt haben. Meine Malerei nimmt häufig Bezug auch auf die Kunst der Vergangenheit, auf die große Malerei der Renaissance, auf Dürer, auf Holbein. Das ist so die Welt, die mich in meinen Anfängen geprägt hat. Wir bekamen bei Bruno Goller auf der Kunstakademie im ersten Malsemester, nachdem ich die Zeichenklasse ein Jahr lang absolviert hatte, die Aufgabe, ein Stillleben zu malen. Der Bruno Goller fürchtete, wir könnten uns in zu anspruchsvolle Themen, vielleicht Themen mit mehreren Figuren, verrennen. Und er sagte, fangen Sie bei etwas ganz Einfachem an. Mir wäre lieb, wenn Sie alle ein Stillleben malten. Und das enttäuschte mich als Aufgabe. Ich hatte viel größere, hochfliegendere Pläne und habe dann statt mich der Flaschen und Krüge im Atelier zu bedienen, die dafür diesen Zweck bereitstanden, eine Schreibmaschine ausgeliehen und habe die mit allen Tasten abgemalt. Der Bruno Goller sagte noch am Anfang, bitte vereinfachen, vereinfachen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Und das war meine Geburtsstunde als Maler. Ich merkte, dass ich sehr glücklich war. Die 3 Wochen, in denen ich diese Schreibmaschine malte, und für mich war das für alle Zukunft das entscheidende Kriterium. Wenn man glücklich bei der Arbeit ist, ist das ein Zeichen dafür, dass man etwas im Begriff ist zu gestalten, was zu einem passt, was aus dem Inneren herauskommt, dass man mit einem Wort authentisch ist. Und einen anderen Maßstab kenne ich nicht als dieses Glücksgefühl.